Dresden war eine wunderbare Stadt, voller Kunst und Geschichte und trotzdem kein von 650.000 Dresdnern zufällig bewohntes Museum. Die Vergangenheit und die Gegenwart lebten miteinander im Einklang. Geschichte, Kunst und Natur schwebten über Stadt und Tal wie ein von seiner eigenen Harmonie bezauberter Akkord. Erich Kästner, ein Freund schöner und geschliffener Vorworte, widmete das Vorwort zu seinem Leben der Schönheit seiner Heimatstadt Dresden. Nachzulesen in seinen Jugenderinnerungen, als ich ein kleiner Junge war. Wenn es zutreffen sollte, dass ich nicht nur weiß, was schlimm und hässlich, sondern auch, was schön ist, so verdanke ich diese Gabe dem Glück, in Dresden aufgewachsen zu sein. Ich musste, was schön ist, nicht erst aus Büchern lernen, nicht in der Schule und nicht auf der Universität. Ich durfte die Schönheit einatmen, wie Försterkinder die Waldluft. Der berühmte Canaletto-Blick über die Augustusbrücke auf das prächtige Elbflorenz. Hier, auf der anderen Seite der Pracht, in der Dresdner Neustadt, wurde Erich Kästner am 23. Februar 1899 geboren. Nicht nur das schöne Dresden, auch diese eher kleinbürgerliche Welt, in der Kästner aufwuchs, hat ihn ein Leben lang geprägt. Seine Eltern lebten in einer bescheidenen Mansardenwohnung in der Königsbrücker Straße 66. Sein Vater, Emil Kästner, ein unauffälliger, stiller Mann, arbeitete als Sattlermeister in einer Kofferfabrik. Kästners Mutter Ida stockte als Heimfriseuse das magere Haushaltsbudget auf. In den drei Häusern meiner Kindheit, erinnert sich Kästner, gab es keine Marmorgöttinnen, keine Nymphen aus Bronze und keine höheren Töchter. Ob Emil Kästner sein leiblicher Vater war oder der Hausarzt der Familie, darüber streiten die Kästner-Biografen. Entscheidend für seine Entwicklung war das nicht. Die wurde nämlich ausschließlich und sehr entschieden von seiner Mutter bestimmt. Ida Kästner hatte sich ihren Sohn zum Lebensinhalt erkoren und den unerschütterlichen Ehrgeiz, dass aus ihm etwas Besseres würde. Und so waren sich Mutter und Sohn über seine Berufswahl bald einig, Erich Kästner sollte Lehrer werden. Die enge Bindung zwischen Mutter und Sohn war lebenslänglich. Bis zu ihrem Tod 1951 schrieb er fast täglich an sein liebes, gutes Muttchen. Seine zivile Ausbildung wird durch den Ersten Weltkrieg und die Einberufung zum Militär unterbrochen. Die Front blieb ihm zwar erspart, aber seinen Feind fand er auf dem Kasernenhof, einen menschenverachtenden Ausbilder, den er später in einem seiner Gedichte namentlich machte. Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie, den legt man sich auf Eis. Er war ein Tier und er spie und schrie und Sergeant Waurig hieß das Vieh, damit es jeder weiß. Der Mann hat mir das Herz versaut. Das wird ihm nie verziehen. Es sticht und schmerzt und hämmert laut. Und wenn mir nachts vorm Schlafen graut, dann denke ich an ihn. Danach war er ein überzähliger Gefreiter, wie er es nannte, ein überzeugter Pazifist und Skeptiker. Und Lehrer wollte er auch nicht mehr werden. Der 19-Jährige, zwei Jahre älter als seine Klassenkameraden, ging wieder zur Schule und wurde zum Musterschüler. Im Herbst 1919
macht Erich Kästner das Abitur mit Auszeichnung und bekommt dafür das goldene Stipendium der Stadt Dresden. Seine große Liebe gilt jetzt dem Theater. Er ist Dauergast im Schauspielhaus und im Theater am Albertplatz. Regisseur will er werden und er schreibt seine ersten Gedichte, die in der Theaterzeitschrift Der Zwinger veröffentlicht werden. Lehrer ist Erich Kästner nicht geworden, nicht im herkömmlichen Sinne. Und doch hat er zur Erziehung, zur Bildung und zum Vergnügen der Kinder mehr beigetragen, als ihm das in einer langen Lehrerlaufbahn gelungen wäre, als einer der beliebtesten Kinderbuchautoren der Welt. Der Münchner Publizist Dr. Sven Hanuschek, dessen Kästner-Biografie Keiner blickt dir hinter das Gesicht gerade erschienen ist, sagt warum. Das scheint daran zu liegen, dass Kästner doch ein bisschen näher am Unbewussten der Kinder gebaut hat, als das andere Autoren gemacht haben. Insofern sind diese Stoffe unverwüstlich. Und er zieht sich immer eine neue Generation von Lesern dadurch ja auch heran. Das hatte dann die Folge, dass er von der Jugendbuchforschung zwar sehr beachtet wurde, aber von der Literaturwissenschaft weniger. Die hat ihn mit ein paar Ausnahmen eher ignoriert. Und ich denke, zu Unrecht. Also Kästner ist neben Bertolt Brecht der einzige deutsche Autor in der Literatur des 20. Jahrhunderts, der so viele Gattungen bedient hat und der sie erfolgreich bedient hat. Rund 120 Schulen tragen in Deutschland Erich Kästners Namen. Eine der ersten, die nach ihm benannt wurde, war die Grundschule am Bachstelzenweg in Berlin-Dahlem. Den Kindern dort muss man natürlich nicht sagen, wer der Namenspatron ihrer Schule ist. Also der wurde am 23. Februar 1899 geboren und ist 1974 gestorben. Und zwar ein Schriftsteller. Erich Kästner wurde in Dresden geboren und in München ist er gestorben. Er hat dann noch Der kleine Mann und die kleine Miss geschrieben. Also das doppelte Lottchen hat mir sehr gut auch von der Sprache gefallen. Und das habe ich auch als Buch gelesen und die Kassette habe ich auch gehört. Er hat auch Erwachsenenbücher geschrieben und Kinderbücher gefallen mir auch, weil er beschreibt immer so ganz ulkig die Person und halt die verschiedenen Menschengruppen, so die Reichen und die Armen, beschreibt er auch immer so. Und bei der Bücherverbrennung, da wurden seine Bücher verbrannt, aber Emil und die Detektive, da es so erfolgreich war, durfte da nicht verbrannt werden. Also zu Kästner ist zu sagen, er hat am 15. Juni 1965 an der Einweihung dieser Schule und an der Namensgebung aktiv mitgewirkt. Die Schule ist natürlich verpflichtet gegenüber dem Namenspatron, und die Literatur von Erich Kästner steht hier auch allen zur Verfügung, den Kindern. Und Erich Kästner wird natürlich auch im Hinblick auf seine Literatur im Unterricht von den Kollegen behandelt. Und Erich Kästner ist eigentlich immer dabei. Im Wintersemester 1919-20 beginnt Erich Kästner in Leipzig mit dem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaften, hört wiss- und lernbegierig wie in der Schule außerdem Philosophie, Geschichte und französische Literatur und promoviert 1925 mit einer Arbeit über Friedrich den Großen und die deutsche Literatur zum Dr. Phil. So einfach und geradlinig, wie sich das anhört, verliefen Kästners Leipziger Jahre allerdings nicht. Denn der umtriebige Student hatte, zum Missfallen seiner Professoren, eine ganze Reihe von Hobbys und Nebenbeschäftigungen. Weil sein Stipendium von der Inflation aufgefressen wurde und nur noch für ein paar Schachteln Zigaretten reichte, sah er sich gezwungen, mit Gelegenheitsjobs beim Leipziger Messeamt und bei der Städtischen Baugesellschaft sein Studium zu finanzieren. Und er schrieb. Max und sein Frack, eine brillante Glosse über die Geldentwertung, ist sein Einstieg in den Journalismus. Der Verlagsdirektor des Leipziger Tageblatts bietet ihm eine Redakteursstelle an. Und Kästner, mit dem Studium und diversen Amouren eigentlich voll ausgelastet, greift zu. Er schreibt Theaterkritiken
politische Glossen, Reportagen und Feuilletons für die Zeitung. Und er schreibt Gedichte. Am liebsten in Cafés und Bars. Ein für die damaligen Verhältnisse vielleicht etwas zu frivol geratenes Gedicht beendet Kästners Leipziger Zeit mit einem Fußtritt. Die Zeitung feuert ihn. Du meine neunte, letzte Sinfonie. Wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen, komm wie ein Cello zwischen meine Knie und lass mich zart in deine Saiten greifen. Erich Oser, der das Kesse-Abendlied illustriert hatte, war schon in Berlin, als Erich Kästner im Juli 1927 in die Hauptstadt kam. Den beiden Freunden war bald klar, dass ihr Rausschmiss in Leipzig in Wirklichkeit ein Fußtritt Fortunas war. Zitat Kästner: Berlin war damals die interessanteste Großstadt der Welt und wir bereuten den Tausch keine Stunde. Es gab zwar diese Gedichtaffäre wegen angeblicher Beethoven-Verunglimpfung, aber ich denke, diese Affäre kam ihm gelegen. Er wollte nach Berlin, er wollte Berlin erobern, hat er mal geschrieben. Und er kannte die Stadt flüchtig und er kannte auch erstaunlich viele Leute da schon. Und auch man wundert sich heute eher, welche Leute er da kannte. Also er war immer an den richtigen Adressen bei den für uns heute großen Namen, mit denen er von Anfang an zusammengearbeitet hat. Allen voran mit den Redaktions- und Verlagsspitzen der linksliberalen Weltbühne in der Kantstraße. Mit dem späteren Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky und Kurt Tucholsky, die schon während seiner Leipziger Zeit auf das Talent aus der Provinz aufmerksam geworden waren. Tucholsky schätzte vor allem Kästners, wörtlich, prachtvolle politische Satiren und verriet: So einer verdient Förderung. Ei, ei und weitermachen. Kästner trifft Alfred Polgar, Walter Mehring, Karl Zuckmayer, Bert Brecht, Max Reinhardt, Erwin Piscator, die interessantesten und wichtigsten Köpfe jener Zeit. Erich Kästner, was man anderswo in einer ganzen Stadt nicht hatte, das traf man dort in einem einzigen Café. Und Luise Lotte Enderle, seine spätere Lebensgefährtin: Berlin war Kästners Großstadterlebnis. Die lebhafte, unbekümmert vorwärtsstrebende Stadt hatte ihn rasch zu einem der ihren gemacht. Die Stadt und er standen einander gut zu Gesicht. Kästner fühlt sich wohl in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten. Er beschreibt die Stadt in allen Details und allen Genres. Als Korrespondent auswärtiger Zeitungen, als wöchentlicher Kolumnist, als Satiriker, Romancier und Radioessayist. Seine Theaterkritiken sind ebenso brillant wie gefürchtet. Und er ist einer der ersten, die sich mit dem neuen Medium Film auseinandersetzen. Er schreibt Kabaretttexte für Trude Hesterbergs Wilde Bühne im Theater des Westens. Und er veröffentlicht seinen ersten Gedichtband, Herz auf Taille. Und seinen Lebenslauf, den verfasst er natürlich auch in Versen. Wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, ehe ich's gedacht. Die Schule, wo ich viel vergessen habe, bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt noch leid. Dann gab es Weltkrieg statt der großen Ferien. Ich hielt es mit der Fußartillerie. Dem Globus lief das Blut aus den Arterien. Ich lebte weiter. Fragen Sie nicht wie. Bis dann die Inflation und Leipzig kamen, mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, mit Kunst und Politik und jungen Damen. Und sonntags regnete es sowieso. Nun bin ich circa 31 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Ach, an den Schläfen blühen schon graue Haare.
und meine Freunde werden langsam dick. Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle. Ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. Der Rucksack wächst, der Rücken wird nicht breiter. Zusammenfassend lässt sich etwa sagen, ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter. Weitere Gedichtbände folgen und machen Erich Kästner schnell zu einem der populärsten deutschen Schriftsteller. Seine Gedichte und Epigramme werden allgemeingut und sprichwörtlich. Ein Kritiker prägt den Begriff Gebrauchslyrik. Und weil Kästner diese Bezeichnung gefällt, übernimmt er sie. Das eindrucksvollste Zeitdokument aus Kästners fleißiger Feder aber wurde sein Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten aus dem Berlin des Jahres 1931. Im Berliner Tageblatt stand ein unmoralisches Buch von höchster Moral. Man denkt an Wedekind, aber hier ist die Verzweiflung noch größer, der Schrei noch heftiger, der Hass noch tiefer. Und Hermann Hesse schrieb, das Zeitgemäße konnte nicht zeitloser gesagt werden als hier. Kästner war zeitkritisch, dabei durchaus konstruktiv und sehr, sehr fleißig. Er hat in diesen 5 Jahren, so 1927 bis 1931, denke ich, mehr geschrieben als in seinem ganzen übrigen Leben zusammen. Das war fast wie so eine Art Genierausch. Und ich würde, ja, man kann das veranschaulichen an dem Fabian vielleicht am besten. Also 1931 hat er innerhalb eines Jahres den Fabian geschrieben, sein doch immer noch gültigstes Werk, denke ich. Und da hat ihn dann im Sommer 31 seine Kinderbuchverlegerin angesprochen, ich möchte fürs Weihnachtsgeschäft dieses Jahr einen neuen Kinderroman von dir und schreib mir den doch. Und er hat das zugesagt und er hat dann Pünktchen und Anton geschrieben und man kann das rekonstruieren anhand der Briefe, dass er diesen Roman, das sind so knapp 200 Seiten im Druck, den hat er in 10 Tagen niedergeschrieben. Kästners Gespür für spannende und lehrreiche Jugendbücher trug ihm nicht nur die telegrafische Danksagung von Marlene Dietrich ein, sondern hatte ihm schon 2 Jahre zuvor mit Emil und die Detektive zu Weltruhm verholfen. Die Idee zu dem Buch entstand in dieser Grunewald-Villa bei einem der berühmten Teenachmittage der Verlegerin Edith Jakobson. Emil und die Detektive wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Und in Amerika, in Südafrika und vielen anderen Ländern lernen Kinder auch heute noch Deutsch mit Kästner. Plötzlich hüpft es dicht hinter Emil. Er sprang erschrocken zur Seite, drehte sich um und sah einen Jungen stehen, der ihn auslachte. Na Mensch, fahr nur nicht gleich um. Wer hat denn eben hinter mir gehüpft? Ich natürlich. Du bist wohl nicht aus Wilmersdorf, wie? Sonst wüsstest du längst, dass ich ne Hupe in den Hosentasche habe. Hier kennt mich nämlich jeder. Ich bin aus Neustadt und komme gerade vom Bahnhof. So, aus Neustadt. Darum hast du so den verrückten Anzug an. 1930 erwarb die UFA die Filmrechte und der Bestseller wurde auch auf der Leinwand zu einem großen Erfolg. Einer der Darsteller, ein Berliner Lausbub von 80 Jahren, erinnert sich an damals. 1931 erfuhr man von der UFA, dass sie das Jugendbuch von Erich Kästner, Emil und die Detektive, verfilmen wollte. Es fehlte ihnen allerdings noch der Emil. Und da sie schon viele Kinder gesehen hatten, sagte meine Mutter eines Tages, ach, wir fahren auch mal beide raus. Nun, ich sah damals ganz witzig aus, rote Haare, Sommersprossen, dicke Sommersprossen und eine Stupsnase. Und wir fuhren zur UFA raus und man stellte mich vor. Ich war dann draußen bei der UFA zur Probeaufnahmen. Und die sind so gut ausgefallen, dass der Drehbuchautor, der letzte, der das Drehbuch geschrieben hat für diesen Film, war Billy Wilder. Und der hat nach den Probeaufnahmen meine Rolle, ich bekam nicht den Emil, nein, der war schon besetzt, sondern die Rolle des fliegenden Hirsch. Und wie er mir sagte, später hat er die Rolle extra vergrößert noch nach den Probeaufnahmen.
Am 2. Dezember 1931 wurde der Film Emil und die Detektive im Ufertheater am Kurfürstendamm uraufgeführt. Natürlich waren wir alle da, alle Darsteller und die Produktion und natürlich auch Erich Kästner, der uns dann zu dem Erfolg beglückwünschte und wir ihm natürlich auch. Es war ja toll, wie der Film angekommen war. Und der Film hatte ja nicht nur in Berlin einen großen Erfolg. 1932 habe ich im September oder Oktober in Paris gefilmt. Mit Außenaufnahme und wir waren dort in Paris 3 Wochen. Mit meiner Mutter und dem Regieassistenten gingen wir in der Nähe vom Etoile zu einem Restaurant und kamen an einem Kino in Cinéma d'Etoile vorbei und da stand Emil Ehle Detektiv im 8. Monat en suite. Stell dir vor, 8 Monate lief der Film Emil Detektiv in Deutschland. Der Kinobesitzer war ganz begeistert, dass er mich kennenlernte. Und sofort durfte ich mich jeden Abend bei den letzten Vorstellungen vor dem begeisterten Publikum verneigen, habe meine ersten Autogramme geschrieben und die Franzosen waren aus dem Häuschen vor Begeisterung. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Die sachliche Romanze war Kästners literarische Reaktion auf das Ende seiner 8-jährigen Beziehung zu Ilse Beeks, die er während des Studiums kennengelernt hatte. Aber dieser Verlust, der ihn sehr schmerzte, hinderte ihn nicht, sein exzessives Liebesleben fortzusetzen. Er hatte zahllose Affären, schnell wechselnde Freundinnen, meistens vom Film, und nur eine, die alle überlebte, Luise Lotte Enderle, seine frühere Kollegin aus Leipzig. Eine feste Bindung wollte Kästner indes nicht eingehen, und seine Biografen sagen, dass er das auch gar nicht konnte, solange seine Mutter die wichtigste Frau in seinem Leben war. Kästner, der Mahner und politische Visionär, hatte schon frühzeitig vor den Nationalsozialisten gewarnt. In seiner Gedichtsammlung Gesang zwischen den Stühlen schreibt er: Wie ihr es euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen, denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Und in Anlehnung an Goethes Wilhelm Meister dichtete er schon 1928 vorausahnend: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht. Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe. Und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer ins Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will, und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still, die Augen links und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt's dort. Dann und wann. Und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann. Das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht.
Dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Am 10. Mai 1933 musste Kästner mit ansehen, wie seine Bücher auf dem Opernplatz in Berlin verbrannt wurden. Zusammen mit den Werken von Brecht, Döblin, Heinrich und Thomas Mann und vielen anderen. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Marx und Kautsky. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Faeser und Erich Kästner. Der Berliner Opernplatz heute. Und mitten darauf eine Gedenktafel mit den mahnenden Worten Heinrich Heines aus dem Jahre 1820. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Wir hatten davon erfahren, es ging ja durch die Presse, es war ja angekündigt worden. Und da dachte ich mir, dass ich, wenn die schon da meine Bücher verbrennen, dass ich auch dabei sein will als Augen- und Ohrenzeuge. Und da bin ich mit einem Freund losgestiefelt. Da haben wir die NS-Studenten, die Riemen unterm Kinn, wie ich dann dachte, marschieren sehen, sind nebenher marschiert. An der Weitendammer Brücke haben wir sie dann erreicht und sind dann mit ihnen zusammen durch die Dorthin und Charlottenstraße, wie das da heißt, zum Platz vor die Universität marschiert. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt in der ehemaligen Prinz-Albrecht-Straße. Kästner lernte die Machtzentrale und die Verhörmethoden der geheimen Staatspolizei am eigenen Leibe kennen. Er hatte Schreibverbot und stand unter ständiger Beobachtung. Trotzdem emigrierte er nicht, wie fast alle seine Freunde und Kollegen, sondern blieb in Berlin. Warum? Es bestand nach meiner Meinung keine akute Lebensgefahr und ich bin, das weiß ich nicht mal, ich war jedenfalls damals der Meinung, ein politisch engagierter Schriftsteller müsse, außer eben es bestünde äußerste Gefahr, bleiben, um Augenzeuge zu sein und damit eines Tages wirklich Bescheid zu wissen. Kästner hat das Dritte Reich ziemlich gut überstanden und das ist ja eigentlich erstaunlich, nachdem seine Bücher verbrannt worden sind, nachdem er ein unerwünschter Autor war, nachdem einige Verhaftungswellen wirklich haarscharf an ihm, an seinem Kopf vorbeigegangen sind. Ich denke, er hatte meistens bis auf die letzten zwei Jahre des Krieges ein gutes Auskommen. Er konnte Harmloses im Ausland publizieren und er war auch in Deutschland viel präsenter, als man das heute so weiß. Harmloses, das waren Unterhaltungsromane für Erwachsene. Drei Männer im Schnee und die verschwundene Miniatur, für die Metro-Goldwyn-Mayer die Filmrechte erwarb. Der kleine Grenzverkehr und unter dem Pseudonym Berthold Bürger das Drehbuch zu Münchhausen, dem Jubiläumsfilm der UFA. Potemkin greift nicht an, weil er den Oberbefehl hat. Und die beiden anderen greifen nicht an, weil sie den Oberbefehl nicht haben. Morgen könnten wir schon in Otschakow sein. Bei Ihrer Tüchtigkeit, mein lieber Münchhausen, glaube ich, dass Sie noch heute drüben sein werden. Thank you.
Als Hitler erfuhr, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg, wurde das Schreibverbot erneuert und verschärft. Kästner durfte nun auch im Ausland nicht mehr publizieren. Im Februar 1944 wurde seine Wohnung ausgebombt. Kästner zog ein paar Straßen weiter zu Lieselotte Enderle in die Sübelstraße. Am Tag des Attentats auf Hitler war Kästner in Dresden und zeichnete wie in einer Eingebung die Frauenkirche, die ein halbes Jahr später im Inferno einer Bombennacht zerstört wurde. Auch in Berlin herrschte Anfang 1945 Untergangsstimmung. Und Erich Kästner, der verbotene Autor, hatte keine Papiere, mit denen er die Stadt hätte verlassen können. In diesem Schutt- und Asche-Finale des Krieges erreichte ihn dann wenigstens die gute Nachricht, dass seine Eltern den Angriff auf Dresden überlebt hatten. Die zweite gute Nachricht kam aus Babelsberg. Eine Gruppe von Uferleuten um den Herstellungsleiter Eberhard Schmidt hatte die Idee, das Kriegsende mit einem fingierten Filmprojekt in den Tiroler Bergen zu überleben. Und man setzte Erich Kästner kurzerhand mit auf die Stabliste. Der Filmtrick funktionierte. Und im März 1945 machten sich Schmidt und Kästner in einem alten DKW auf den Weg nach Süden. Lieselotte Enderle, damals Dramaturgin bei der UFA, kam mit dem Zug nach. Das verlorene Gesicht, wie der Film, der nie gedreht wurde, heißen sollte, wurde für Kästner und Enderle und 180 Filmleute zum gewonnenen Leben. August 1945. Die Kontakte nach Berlin waren abgebrochen. Und wenn es nicht Berlin sein konnte, entschied Kästner, dann sollte München seine neue Heimat werden. Noch zwischen den Ruinen begann er wieder zu schreiben, nach 12 Jahren Berufsverbot. Und das Erste, was er schrieb, waren Texte fürs Kabarett. Unvergesslich sein Marschlied 1945, mit dem Ursula Herking zum unumstrittenen Star der Schaubude wurde, Münchens erstem Nachkriegskabarett. In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld. Und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ich trag Schuhe ohne Sohlen. Und der Rucksack ist mein Schrank. Meine Möbel haben die Polen und mein Geld die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte. Und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands. Links 2, 3, 4, links 2, 3, hin ist hin. Was ich hab, ist allenfalls. Links 2, 3, 4, links 2, 3. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest auf dem Hals. München, schreibt Kästner, ist der Treffpunkt all derer geworden, die bei Kriegsende nicht in Berlin steckten. Man traf sich fast täglich im Hof der Kammerspiele, im Spatenbräu oder im Conti-Keller, um Pläne zu schmieden. Doch für Kästner begann im Oktober 1945 ein ganz anderes Kapitel. Die Amerikaner machten ihn zum Feuilletonchef der Neuen Zeitung. Und im Januar 1946 wurde er Herausgeber der Jugendzeitschrift Pinguin. Gewohnt wurde provisorisch. Zunächst in einer Pension in der Tierstraße, in einem Zimmer ohne Fensterscheiben. Kästner hatte nur eine einzige Hose, die er nachts unter die Matratze legte, damit sie am nächsten Morgen glatt war. Die erste richtige Wohnung dann in der Fuchsstraße in Schwabing. Den großen Roman über das Dritte Reich, den alle von ihm erwarteten, schrieb Kästner nicht. Stattdessen litt er unter dem täglichen Kram und rechtfertigte ihn gleichzeitig. Der tägliche Kram. Nun ist es ungefähr ein Jahr her, dass würdig aussehende Männer in mein Zimmer traten und mir antrugen, die Feuilleton-Redaktion einer Zeitung zu übernehmen. Und da erinnerte ich mich jener Studentenjahre, die ich auf einem Redaktionsstuhl verbracht
und nach deren Ablauf ich mir hoch und heilig geschworen hatte, es ganz bestimmt nicht wieder zu tun, denn zum Abnutzer von Büromöbeln muss man geboren sein oder man leidet wie ein Hund. Und an noch etwas anderes dachte ich. Daran, dass ich 12 Jahre lang auf den Tag gewartet hatte, an dem man zu mir sagen würde, so, Herr Kästner, und jetzt dürfen Sie wieder schreiben. Jetzt konnte ich, wenn ich nur wollte, mit Verlegervorschüssen wattiert durch die Wälder schreiten, sinnend an Grashalmen kauen, die blauen Fernen bewundern, nachts dichten, bis der Bleistift glühte und morgens so lange schlafen, wie ich wollte. Und was tat ich stattdessen? Dass ich nun in einem fort im Büro sitze, am laufenden Band Besuche empfange, telefoniere, depeschiere, kritisiere, diktiere, rezensiere und schimpfiere, dass ich seitdem, abgesehen vom täglichen Kram, noch nicht eine Zeile geschrieben habe, dass ich zum Überfluss ein literarisches Kabarett gründen half und für den dortigen Sofortbedarf Chansons, Lieder und Couplets fabriziere, dass ich mein Privatleben eingemottet habe, nur noch schlückchenweise schlafe und an manchen Tagen aussehe, als sei ich ein naher Verwandter des Todes von Basel. Tja, weshalb rackere ich mich ab? Wer jetzt beiseite steht, statt zuzupacken, hat offensichtlich stärkere Nerven als ich. Wer jetzt an seine gesammelten Werke denkt, statt ans tägliche Pensum, soll es bitte schön mit seinem Gewissen ausmachen. Ach, wer heute, jetzt und hier Luftschlösser baut, statt den rumliegenden Schutt wegzuräumen, gehört vom Schicksal übers Knie gelegt. Und das gilt übrigens nicht nur für Schriftsteller. Nach einem Jahr schmeißt Kästner den täglichen Kram hin. Und was seine anderen Aktivitäten betraf, es galt umzudenken. Mit der Währungsreform begann das Wirtschaftswunder, an dessen Folgen sowohl die Schaubude als auch der Pinguin, wie Kästner später schrieb, unsanft entschliefen. Kästner diagnostizierte ein neues Lebensgefühl, das mit der neuen Währung einherging. Wir arbeiteten wie die Wilden, um uns wieder mal satt zu essen. Wir arbeiteten wie die Besessenen, um uns einen Anzug zu kaufen, der nicht aus Holz gesponnen war. Wir arbeiteten wie die Berserker, um im Winter 10 Zentner Kohlen zu haben. Und die Leute saßen lieber in ihrem neuen Auto als im Kabarett. ...1949 erschien sein Kinderroman »Das doppelte Lottchen«, das ein Jahr später mit den Münchner Zwillingen Isa und Jutta Günther verfilmt wurde. Kästner schrieb das Drehbuch und spielte selber mit. 1950 erhielt der Film den erstmals verliehenen Bundesfilmpreis. Und 1951 hob er, zusammen mit Trude Kollmann und Oliver Hassenkamp, ein neues Kabarett aus der Taufe, Die kleine Freiheit. Kästner nahm seine alten Gewohnheiten wieder auf und schrieb, obwohl er inzwischen im Herzogpark zum ersten Mal ein richtiges Wohngefühl entwickelte, hauptsächlich in Cafés und Bars. Die große Freiheit ist es nicht geworden. Es hat beim besten Willen nicht gereicht. Die Anzeichen von Resignation, die sich bei ihm schon eine ganze Weile bemerkbar gemacht hatten, waren jetzt nicht mehr zu übersehen. Hinzu kommt, dass Kästner sein Privatleben nicht in den Griff kriegt. Er lebt mit Luise Lotte Enderle, seinem Lottchen, zusammen. Aber er hat daneben eine ganze Reihe von anderen Frauen. Und eine von ihnen, Friedel Siebert, schenkt ihm 1957 den Sohn Thomas. 3 Jahre lang hat er versucht, die Existenz dieses Kindes vor seiner Lebensgefährtin zu verheimlichen. Umsonst. Kästners Kreativität erlahmt, seine Gesundheit ist angegriffen und er schreibt nur noch gelegentlich. Die Rolle des Schriftstellers hat er zum Schluss nur noch gespielt, wie in einem Theaterstück, schreibt Sven Hanuschek in seiner Biografie. Bemerkenswert bei all dem finde ich aber, dass er zu einer politischen Altersradikalität gefunden hat, dass er also an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg teilgenommen hat, gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, dass er politische Reden von einer Schärfe und Klarheit gehalten hat, die er in den 20er und 30er Jahren überhaupt nicht besessen hat.
Und das ist für einen Schriftsteller gerade seiner Generation ganz ungewöhnlich. Wenn man literarisch Skepsis entwickelt, was den Zweck und das erreichbare Ziel des Kabaretts anlangt, überhaupt der Satire, der Geformten, bleibt der direkte Weg übrig in die Öffentlichkeit. Und wenn man an die Ideale und Ziele glaubt, muss man ihn gehen, wie Sie sagen, auf die Straße. Ich glaube, er ist einer der wenigen gewesen, die doch aus dem Dritten Reich gelernt haben und wollten, dass wirklich da etwas sich ändert, dass man nicht so weitermachen kann wie bisher. Und es ist dann ja eine kleinere Pointe, dass man das nun an seinen politischen Statements merkt, stärker merkt als an seinem literarischen Werk. Erich Kästner, der wachsame Zeitgenosse und Beobachter, beschrieb die Ereignisse und das Lebensgefühl seiner Zeit ebenso spöttisch wie engagiert, um die Menschen zu bessern. Er selber sah sich als Schulmeister, als Moralist und als Urenkel der deutschen Aufklärung, Spinnefeind der unechten Tiefe und zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen an den Schriftsteller: der Aufrichtigkeit des Empfindens, der Klarheit des Denkens und der Einfachheit in Wort und Satz. Aber war er das, was er vorgab zu sein? Es gibt Leute, hat er mal gesagt, die behaupten, über Kästner besser Bescheid zu wissen als gerade ich. Ein paar Freunde, ein paar Frauen, ein paar Feinde. Und diesen Leuten, so ist zu vermuten, hätte er auch das Wort zu seinem 100. Geburtstag überlassen. Erich Kästner starb vor 25 Jahren am 29. Juli 1974 in München und wurde im Beisein einiger weniger Freunde auf dem kleinen Bogenhausener St. Georgsfriedhof beigesetzt. Zu den Walzerklängen aus dem Rosenkavalier, wie er es sich gewünscht hatte. Ein Tag ist zu Ende, schrieb einer seiner Freunde. Sprechen wir nicht vom Sonnenuntergang. Sprechen wir von dem, was im Italienischen Tramonte heißt. Die Sonne ist nicht untergegangen. Die Sonne ist über die Berge entschwunden. Aber sie ist da.